Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Horizon 3. Heute mit dem Hot Wheels Goliath Rennen. Und mit welchem Fahrzeug könnte man das besser befahren als mit unserem Bugatti Veyron Supersport? Ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit der Rennveranstaltung. Und mit diesem Biest geht es jetzt an den Start. Okay, geil. Direkt schon Platz 1. Oh Mann, aber Kurven sind mit dem nicht so geil. Boah. Okay, da müsste eigentlich der Vulcan deutlich schneller sein. Ist er aber nicht. Okay, hier geht's geradeaus und rechts. Ja, das Goliath-Rennen ist ja so ein bisschen in Forza Horizon 3 das, was die gesamte Map umschließt. Das Goliath Hot Wheels-Rennen dürfte dann das sein, was so ein bisschen die meiste Fläche oder den meisten Weg des Hot Wheels-DLCs umschließt. Und meine Güte, für diese Vollgaspassagen, ja, da hat sich der Bugatti ja voll gelohnt. Vor allem, wenn es bergab geht. Okay, gut. Mal schauen, wie lange die Runde dauert. Die von der richtigen Horizon 3 Map. Das Event, da braucht man... ja, je nach Fahrzeug... ein bisschen weniger als 10 Minuten. Okay, so stark wird man hier nicht beschleunigt. Genau, aber hier für die Linkskurve, da muss man natürlich noch schneller werden. Wow, wer kommt denn da mit einer Top-Geschwindigkeit angeschossen? Moment, habe ich da als Hupe... ich habe da den Computer als Hupe. Geil. Okay, jetzt rechts irgendwo lang. Da. Die Minimap hilft hier einigermaßen. Ich glaube nicht, dass es der Vulcan ist. Es müsste irgendein anderes Auto sein. Oh mein Gott. What the hell? Ich glaube, hier waren wir noch nie. Ja, genau. Die Kurve kann ich voll fahren. Okay, die Ideallinie ist ein bisschen Banane. Alles klar. Ich glaube, auch die Ideallinie unterschätzt so ein bisschen das Untersteuern des Bugattis. Manchmal ist er aber total agil, ne? Alter Falter, aber 370 fahren wir gerade. Das ist verrückt. So, jetzt geht's durch den Wald. Hier gibt es keine Dinosaurier im Moment. Ach, da ist er. Die Kollegen schon vermisst. Ja, die haben wir am Anfang gesehen, später dann seltener. Okay, auf geht's. Wie viel Geschwindigkeit haben wir jetzt drauf? 380 schaffen wir noch, jawohl. Okay, gut, und auch wenn es nicht ganz so eng ist. Ha, da rechts haben wir den Pagani. Okay, der war hinter uns. Nee, der ist nur Dritter. What the hell? Da ist ja noch jemand. Oh Gott, okay, gut, es wird enger. Oh, was war da los? Der Huayra ist dran. Okay, aber selbst wenn wir außerhalb jeglicher Konkurrenz fahren sollten, ich glaube, die Strecke, die hat auch schon ihren Reiz. Zu weit innen gefahren, da musste er kurz zurückstecken.
Oh Mann, ich glaube, das geht... Das geht doch gut! Das geht gerade so noch gut. Oh nein, oh nein. Oh nein, der Bugatti, der tut mir so leid. Danke für den Anschubser. Alter Falter, was passiert hier gerade? Oh Gott. Noch kurz den Computer betätigen, den Computer-Sound. Ja, natürlich halte ich den Kerl auch an gewissen Stellen absichtlich auf. Aber so ist das Spiel. That's just how it is. Da muss man halt einfach auch mal ein bisschen den Rallycross Cross-Charakter durchscheinen lassen. Oh Gott. Komm schon, schneller. Wo geht's jetzt? Oh mein Gott. Okay, das geht sowas von schief. Doch lieber ein bisschen... Ja, gerade durch. Ja, oh Gott, das wird... Oh Mann, das ist super knapp. Okay, alles klar. Boostet mich in die Kurve rein, sehr gut. Okay, 6,5 Minuten ungefähr. Alter Verwalter, ey. Huiuiuiuiui. Ja, du bist wieder da. Ich meine, natürlich bist du wieder hier. Ich habe mir nie Sorgen gemacht. Es ist ja nicht so, als hättest du dich verfahren können oder so. Aber toller Sieg, Boss. Ich bin stolz auf dich. Danke. Danke, ich bin auch stolz auf dich, worauf auch immer. Wie viele Medaillen gibt es denn jetzt hierfür? 77.000 Credits, alles klar. Und mindestens einen Stufenaufstieg. Ja, wir haben mittlerweile über 4 Millionen Credits. Vielleicht können wir da mal ein paar Stufenaufstiege kaufen. Nicht Stufenaufstiege, sondern hier, ihr wisst schon, Wheel Spins. Vielleicht können wir das ja mal machen und können mal gucken. Fantastisches Rennen, Boss. Ich kann es immer noch kaum glauben. Aber jetzt wieder raus mit dir. Es gibt noch so viel zu entdecken. Okay, auch so eine kleine Zwischensequenz, dass man signalisiert Boss, bekommt. Ich habe mit Hot Wheels gesprochen. Sie lassen die Strecke auf unbestimmte Zeit stehen. Du steigst also wieder in den Wagen und ich bringe dir die Fahrer für eine ausgewachsene Meisterschaft. Okay, alles klar. Ja, also ist man jetzt quasi mit der größten Strecke schon mal durch oder mit dem größten, was man hier bei diesem DLC haben kann, aber natürlich wartet noch sehr, sehr, sehr vieles auf uns, ehe wir hier dann auf die normale Map zurückkehren mit Byron Bay, mit den Outbacks und so weiter und so fort. Okay, driften kann man mit dem, glaube ich, nicht so recht. Ist zumindest nicht meine... wirkliche Intention gewesen, aber neue persönliche Beste. Gibt's da drei? Autsch. Moment, wie viel gab's jetzt bei der Driftzone? Wo ist denn die Driftzone? Achso, da. Ach, für 55.000 gibt's drei und wir haben tatsächlich 61.000 geschafft. Ja, sauber. Gut, ich wollte ja sowieso so ein bisschen komplettieren auch hier, was die Medaillen betrifft. Und ich glaube, der Bugatti ist so ein Fahrzeug, mit dem kann man das ganz gut schaffen.
362. 402, 409. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, ey. VW Vento war da nochmal einen Ticken schneller. Oh, da gibt es ja direkt noch was zum Jumpen. Springen wir nochmal ein paar Meter zurück, denn da können wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit hier rausnehmen aus der Kurve. Ansonsten haben wir ein neues Mitglied bei uns im Club. Und das begrüßen wir jetzt, bevor wir den Sprung machen. Ganz, ganz kurz, Nachrichtenzentrale. Nämlich frisch dazugekommen ist Bale, X-Bale ist Babo. Auch du wirst dazu helfen, dass wir irgendwann an die Weltherrschaft kommen und so weiter und so fort. Und dann gibt's für jeden tolle Autos. Alter Falter. ...370 Meter springen, warum nicht? Warum nicht? So, hier haben wir noch einen Driftzone. Oh Gott, da wurde ich ja direkt... Machen wir es wie folgt. Wir fahren von der anderen Seite an. So, 52.900 und das sind 3 Medaillen wieder. Sehr gut. Sehr, sehr schick. So, hier der Blitzer. Da fahren wir sogar an dem Blitzer vorbei. Okay, das lohnt sich total. Das lohnt sich wirklich ziemlich. Moment, da können wir auch so lang fahren, oder? Wie ist denn das eigentlich hier mit dem Verkehr geregelt? Fährt man hier links oder rechts angebunden? Oh mein Gott! Perfekt gelandet, alter Verwalter. Eieiei, da oben, oder was? Ja gut, das war jetzt aus einer Kurve heraus. Da muss man natürlich nochmal... Da muss man gerade noch was gerade rücken. Nämlich, wenn man von hier aus ankommt. Oh Gott, das ist doch alles... Das ist doch alles verrückt. Kannst du bitte ein bisschen leiser sein, kleiner T-Rex? Oh, der Allrad hilft ja auch gut weiter, dass man einigermaßen in der Spur bleibt. Ja, danke! Die Dinger haben Kollisionsphysik. Genau, so muss das. Moment, ist es eine Blitzerzone oder ist es ein Blitzer? Okay, ist ein Blitzer. What the hell? Und wir landen auch noch voll auf den Reifen. Wie geil ist das denn jetzt bitte gewesen? Ach du liebes bisschen, das war ja mal nice. Also der fetteste Sprung, den man sich nur vorstellen kann. Also wenn man das als Abkürzung in einem Rennen nehmen kann, geil. Thank you.
So, das sieht jetzt auch gut aus. Neue PB, sehr schön. Und hier haben wir nochmal eine... Ah, da müssen wir zurückfahren. Da müssen wir natürlich mitten im Looping anhalten. Ah, geil, der rollt sogar schön zurück. Okay. Für die Orientierung sollte ich vielleicht dann doch nochmal die Kamera dann nicht verstellen. Oh, viel zu schnell! Aber wir können hier auch mal schön am Strand entlang fahren. Ist auch mal ein bisschen angenehm. 5000 Erfahrungspunkte mitnehmen. Wir können ja auch mal eine Folge machen, wo wir nur Wheelspins haben. Punkte und jetzt sag mir bitte nicht, dass man 70 gebraucht hätte. Jawohl, da gibt's die nächsten drei Medaillen. Boah, Leute, das geht ordentlich voran, ne? Also mit dem Bugatti. Ich glaube, da war sogar keiner besser von uns. Filmexperte war fast dran. Ah, Moment, die Straßen können wir auch mal kurz komplettieren. Moment, kommen wir hier auch weiter? Jawohl, sehr schön. Das lohnt sich doch alles. 129 Straßen und ich glaube 141? Oder täusche ich mich da gerade? Jawohl, schon mal auf die Driftzone vorbereiten hier. Ganzen Gullideckel, die da sind. Das muss doch gefährlich sein. Ja, aber immer noch eine Medaille, ne? Ne, zwei. Wie viel fehlt denn da noch? Danke, Spiel, dass du mir das nicht mitteilst, aber gut. 60.000 Punkte bräuchte man. Okay, von der Seite aus geht's. Richtig, richtig gut. ...89.000, geil. Okay, von der Seite aus ging's richtig, richtig gut. Unter den ersten 3%, das ist auch gut. Dann nehmen wir nochmal hier den Superjump mit. Aber ich muss sagen, es macht mega Laune jetzt, hier einfach durchzufahren, aber nicht darauf zu achten, Rennen zu fahren und so weiter und so fort. Ich glaube, das sollte ich bei Horizon 4 oder so, wird ja auch sicher in 2 Jahren kommen oder nächstes Jahr wahrscheinlich dann. Also, so wie ich es erfahren habe, kommt jetzt eigentlich immer Forza Motorsport und Horizon, die kommen immer im Wechsel. Auf jeden Fall beim nächsten Horizon, da sollte ich auf jeden Fall das Ganze mal ein bisschen zwischenstreuen. Dass man sich mal ein bisschen hier was anschaut, ein bisschen da was anguckt.
Denn das Komplettieren hier finde ich gerade mega geil und mega spaßig. Jawohl, auch hier 3 Medaillen. Da hatte ich ein bisschen Angst und Bange drum. Oh. Ach, da haben wir wieder eine Driftzone. Moment, was haben wir da? Links unten? Ach, da können wir als erstes mal vorbei. Sieht geil aus. Hier durch eine Kurve. Schön. Ich glaube, da könnte man mit einem Vulcan richtig schnell durchfahren. Mit dem Aston Martin. Eieieiei, was ist da los? Ja, genau. Da soll ich... Okay, gut. Wir nehmen hier ein bisschen Schwung. Jawohl, wieder ein Wheelspin. X5M können wir gewinnen. Gucken wir mal. Na, na. Yes, sehr schön. Das Glück ist uns hold. Jetzt nochmal einen schönen Drift hier hinlegen oder so. Oder, ja, es geht... Nee, es geht um Geschwindigkeit. Ah, schön das Oval, ne? So Leute, das nochmal fast 100 km/h schneller fahren die bei der Indy 500 unter anderem. Da sind die, glaube ich, die Qualifying-Runden bei rund 370 km/h gefahren. Bisschen drüber auf jeden Fall. Muss man sich mal vorstellen einfach. Jetzt auf zur nächsten Geschwindigkeitszone. Ey, ich muss sagen, es macht so mega Spaß. Vor allem der Bugatti, der macht einfach alles platt, was nicht auf 3 auf den Bäumen ist. Oh oh. Was war das denn für ein Dauerwheelie? Oh, wie schön war das denn bitte? Oh mein Gott, der hebt hier einfach ab. Sehr geil. Also wirklich sehr, sehr geil. Oh mein Gott, ist das schön. So, und wie kommen wir hier zu der Driftzone? Ja, müssen wir nochmal wenden. Machen wir. Auch hier durch Allrad. Easy peasy rauskommen. Wir müssen es mal versuchen mit diesem einen Hot Wheels. Ich glaube, das war der Twin Mill oder der andere. Mit dem mal aus so einer Situation wieder rauszukommen. Viel Spaß. Dauert eine halbe Stunde. So ungewohnt bei 320 jetzt im fünften Gang sein. Oh mein Gott, das wird doch nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Es endet gut. Wie viel gibt's hier? Auch hier gibt es 3 Medaillen. Ja, schön. Boah, und gibt es hier noch in der Nähe irgendwas? Irgendwas an Collectibles, was man hier schnell noch mitnehmen kann? Ja, da gibt es eine Straße, die wir noch nicht... Nein, die Straße. Genau, die. Die Straße sind wir noch nicht gefahren. Aber es ist ein bisschen lame. Wir nehmen auf jeden Fall nochmal irgendwas... Ich glaube, da haben wir einen Driftabschnitt gehabt oder so. Da nehmen wir auf jeden Fall nochmal was in der Richtung mit. Was ist das für ein Abschluss für eine Folge? Oh ja, wir fahren hier jetzt eine neue Straße entlang, weil wir bis jetzt nur die Parallele genommen haben. Super spannende Folge. Nee, Moment, jetzt. Neu entdeckte Straße, komm schon. 130 von 141. Boah, sehr schön. Die Zahl hatte ich mir gemerkt, scheinbar. Und... Oh ja, das...
Das sind so, ah, da gibt's auch ein paar unbefahrene, ah, ui, da gibt's auch richtig viel, oh Mann, da gibt's auch richtig viele unbefahrene Straßen, meine Güte. Da müssen wir nochmal schnell hin. Jo, da würde ich mal sagen, erstmal hier lang fahren. Okay, schön. Falsche Richtung schon mal direkt. Oh Mann. So, 131. 132 könnten hier gleich kommen. Oh, es ist so schön entspannt hier am Strand, ne? Oh, wenn man so schön mit 160 km/h hier cruist. Darfst still sein. Bei diesem Abschnitt waren wir ja bis jetzt fast gar nicht, ne? Echt entspannt. Das ist richtig, richtig cool hier. Oh Mann. Okay, das ist nicht so entspannt. Auch wenn es cool ist. Ja, klar. Okay, gut. Wir fallen nicht runter. Moment, da ist ja noch ein Blitzer. Den habe ich ja gar nicht mehr gesehen. Wo ist denn der? Ach so, da. Voll dran vorbeifahren, damit mir Leute sagen, hey Dave, voll dran vorbeigefahren.296 hat, Moment, nicht gereicht. 322, aha, Special Tactics, okay, gut. Ist für Klasse B gedacht, alles klar. Unser Bugatti hat zwar nicht die Klasse B, aber... Ich nehme mal an, wir dürfen trotzdem nochmal ran. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Oh mein Gott. Mist! Das hat nicht gut funktioniert. Das hat ordentlich wehgetan, glaube ich. Tut mir leid, virtueller Forza Horizon 3 Charakter. Für den ganzen Mist, den du dank mir erleben musst. Eieieiei. Hi! Bist du Mr. T? Mal gucken, kann man gebissen werden? Nein, das hat ja wirklich Kollisionsphysik. So, ah, so ein bisschen, ne? Ja, ich glaube, Dinosaurier, so cool und krass sie auch sein mögen, wenn du mit so einem Bugatti mit 400 km/h gegen Dinosaurier fährst, da hat der erstmal keine Zähne mehr zum Lächeln. Der wird dann eher nicht mehr so glücklich sein. So. Jetzt nochmal hier links die Straße auschecken. Und dann geht's nochmal zu der einen Blitzerzone. Zu dem einen Blitzer da. Oh. Geil. Gut, dass ich nur auf die Minimap gucke. D
Die EP-Schilder werde ich wahrscheinlich nicht alle einsammeln. Ich glaube, auch im Hauptspiel habe ich nicht alle. Das ist halt so eine Sache, weiß nicht. Das dauert mir einfach dann zu lang. Ich muss sagen, die Skybox, ich finde die Färbung ein bisschen komisch. Das sieht aus ein bisschen wie ein Witcher Blood and Wine. Das ist so ein bisschen das Einzige, was ich optisch bei Forza Horizon 3 wirklich nicht perfekt finde oder nicht so schön finde, meine Güte. Okay, gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber vieles andere gefällt mir einfach super. Nur war das hier einfach mega. Nur ist das hier ein bisschen mega komisch. Also es sieht halt seltsam aus. Da würde ich mir einfach wünschen, dass man da so ein bisschen. Weiß nicht. Dass man da so ein bisschen. Ihr wisst schon, ein bisschen dunkleren Ton hat. So sieht es zum Beispiel jetzt schon wesentlich natürlicher aus. Das von eben wirkte ja komplett cartoonesk. Oh, da war. Ahahaha. So, jetzt wo wir schon da sind. Sieben von 5. Ja gut, also 18 weitere, von denen uns vielleicht 3 oder 4 noch angezeigt werden, zu finden. Wo ist die Driftzone? Wo ist die Driftzone? Die ist wahrscheinlich 1, 2 Etagen drüber. Okay, auch der Sprung ist einfach ein bisschen oben. Okay, aber ansonsten hatten wir gerade noch eine Blitzerzone, wo wir 322 knacken mussten und wir haben das Bravo-Ruiz geschafft. Ach komm, einen Blitzer nehmen wir noch. Einen Blitzer nehmen wir noch mit. Oder den Sprung. 305 Meter, komm. Das klingt nach einer Herausforderung. Oh, ganz knapp gerettet. Nein! Es sind extrem wenige KI-Fahrer hier unterwegs, ne? Fällt mir auf. Also, nicht, dass ich das schlimm finden würde. Ich finde es sogar fast schon gut, weil die einfach nur nerven, wenn du irgendwas machen willst. Da sind schon extrem wenige dabei. Uiuiui, okay, gut, da habe ich echt Glück gehabt. ...390 Meter. Okay, das klang nach einer Herausforderung, aber wir sind ein bisschen drüber hinausgeschossen über das Ziel. So, wo geht's jetzt eigentlich hier gerade weiter? Na komm, da kommt man auch sicher richtig mit dem Flow. Ah gut, da muss man überall in die andere Richtung fahren. Ich möchte aber diesen Blitzer noch mitnehmen. Wobei, das ist so ein Trio. Ach komm, jetzt habe ich es gesagt, jetzt machen wir es auch. Lord Megatron ist ganz knapp an der 400er Marke gescheitert. Uiuiui. Aber ist weiter geflogen als wir, muss ich auch dazu sagen, weil es klingt so ein bisschen negativ, aber so ist es ja selbstverständlich nicht gemeint. Boah, das Ding verhält sich echt wie ein Fidget Spinner fast schon. Ja, die Dinger verstehe ich irgendwie auch nicht. Also, ich bin keiner von denen, die die Dinger hypen. Ich bin auch keiner von denen, die sagen, oh, wie scheiße, dass darum Hype entsteht. Ich bin eher jemand, der sich fragt, okay, warum ist das geil? Ich verstehe den Hype halt nur nicht. Weil ich persönlich muss sagen, die Fidget Spinner, Moment, nee, das war der Sprung, der weiter oben war, genau. Aber ich habe mich ja mal kurz umentscheiden wollen. Nee, aber ich muss sagen, so ein Fidget Spinner, der soll ja, glaube ich, Stress lösen. Wirklich stresslösend finde ich das jetzt nicht. Das ist sowas. Weiß nicht.
Aber Fidget Spinner, keine Ahnung. Ich glaube, man muss auch nicht jeden Hype verstehen. Wer sie mag, der kann sie ruhig mögen. Ich habe nichts gegen die, aber ich werde mir jetzt auch nicht so ein Ding direkt zulegen. So, und jetzt komm schon. Voll Karacho hier rein. Der Kurvenverlauf zeigt natürlich sehr, sehr gut an, wie man da ideal fahren sollte. Komplett scharfe Kurven sind perfekt für hohe Geschwindigkeiten. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht mein Sarkasmus-Schild in den Kommentaren hochhalten. Okay, die Gran Turismo-Taktik funktioniert eigentlich ganz gut hier. Gran Turismo 3-Taktik so ein bisschen. Ah, nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Nein, okay, gut. Doch nicht. Okay, gut, ich muss... Ah, ich habe Angst, dass ich da noch mal... Dass das Ding von der Blitzerzone nicht... Doch, es zählt. Sehr schön. Oh mein Gott, wo soll ich denn da bitte hinspringen? Das zählt doch sicher nicht. Zählt das? Natürlich zählt das nicht. Vor allem, weil das ganze Ding von der Blitzerzone noch nachgewirkt hat, oder? Also ich glaube, das wurde gar nicht mal wirklich gemessen, wie weit ich da jetzt springe. Ja, super, danke. Mann. Okay, jetzt aber. Jawohl. Nein! Nur weil ich ganz leicht mit dem Bobbes gegen so einen doofen Baum geknallt bin. Och, come on. Ja, das ist ja wirklich... Das ist ein Sprung... Das ist ein Schuss in den Ofen eher. Also... Oh oh, ich glaube, da knall ich direkt gegen Bäume. Holy moly! Holy moly! Was? Och, das ist jetzt uncool. Dass ich an so einem verdammten Gullideckel hängen bleibe. Also, daran soll es jetzt auch nicht scheitern. Oh oh, jetzt knall ich aber auf jeden Fall gegen Bäume. Das zählt jetzt. Das zählt. Alles klar. Oh Gott. Ja, Leute, besser kann es, glaube ich, nicht werden, ey. Vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal fürs Einschalten. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Horizon 3 wieder hier. Beim Hot Wheels DLC, wir werden auf jeden Fall nochmal überall hier die ganzen Meisterschaftsmedaillen-Dinger holen. Und ja, das macht bislang mega fett Laune. Und ich denke auch zum Zuschauen, es ist mega lustig. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr hier viel Spaß hattet, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und ansonsten geht's in der nächsten Folge weiter bei Horizon 3. Haut rein!